Ich bin vor kurzem über das Thema Psychological Safety in dem Zusammenhang lernende Organisation gestolpert. Heißt, ich bin keine Expertin in dem Bereich. Es ist einfach nur ein Thema, was mich super interessiert. Ich bin von Haus aus Kulturwissenschaftlerin eigentlich und ich finde einfach dieses ganze Thema Lernkultur, wie schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir nicht nur, also ich finde, es geht halt weit hinaus über tatsächliche Lerninhalte, Systeme und so weiter. Es fängt mit einem Mindset an, wie schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir alle aufgeschlossen sind, auch aus Fehlern zu lernen, von Kollegen zu lernen und so weiter. Genau, und deshalb fand ich diesen Begriff so super interessant. Der Kenntnisstand ist erfahrungsgemäß beim Corporate Learning Camp sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die gerade erst ganz neu sind in dem ganzen Learning-Thema und andere, die schon alles gehört haben. Deshalb habe ich gedacht, ich packe mal noch eine kurze Definition von einer lernenden Organisation rein. Also das, was ich jetzt als Basis nehme für heute. Einfach eine Organisation, die auf sich verändernde Verhältnisse reagiert, indem Menschen danach streben, ihr Wissen zu erweitern. Also es hat sehr viel mit diesem Mindset zu tun, auf Impulse von innen, von außen zu reagieren, um sich zu verbessern, um die Organisation zu verbessern und sich anzupassen an neue Gegebenheiten. Das Problem ist tatsächlich, dass das stetiges Lernen, wie gesagt, ein bestimmtes Mindset braucht. Man muss Probleme offen ansprechen, um darauf reagieren zu können. Aber tatsächlich ist es so, dass der Mensch eben ein soziales Tier ist, das nach sozialer Anerkennung strebt. Und wenn er sich nicht sicher fühlt in seinem Umfeld, tendenziell Angst hat, Fragen zu stellen, Probleme anzusprechen, den Status quo zu kritisieren, weil man eben nicht derjenige sein will, der irgendwie keine Ahnung hat, der immer nur Probleme sieht und so weiter. Und dadurch verpassen wir aber Lernchancen. Ich arbeite jetzt in einem Umfeld im Marketing, wo es jetzt nicht kritisch ist. Also ich arbeite nicht mit Menschenleben, sage ich mal. Aber es gibt eben auch einfach Situationen, zum Beispiel in Krankenhäusern, wo es immens wichtig ist, dass eine Pflegekraft sich traut, Fragen zu stellen, wenn sie sich nicht sicher ist bei etwas. Das heißt, es geht hier auch nicht nur darum, wirklich optimal zu arbeiten, sondern wirklich kritische Fehler auch zu vermeiden. Und die lassen sich vermeiden, indem man eben kritische Stimmen auch einfach wahrnimmt. Genau, und was ist jetzt das Thema Psychological Safety? Ich habe mich ein bisschen eingelesen über Amy Edmondson. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal von ihr gehört hat.